So, es geht schon wieder los. Skilanglaufen im März hier auf dem Hohenmeißner. So, die Laufschuhe gegen die Skilanglaufschuhe getauscht. Einmal noch zumachen. Ja, Fußgänger und Hunde sind hier nicht gern gesehen, aber viele Läufer schon. Und Schneefall gibt es immer noch reichlich. Dankenswerterweise haben die Jungs hier vom Naturschutz, vom Naturpark wieder Arbeit geleistet und sind mit dem Pistenbote durchgefahren. Ich nehme euch mal ein Stückchen mit, was hier gerade Anfang April, nein, Quatsch, Anfang März, aber eben schon zu späterer Winterzeit, der Winter noch aufzuwarten hat, wie viele Zähne er hat. Und ich kann auch sagen, ein bisschen auf dem Zahnfleisch gehen, das wird auch angesagt, weil die Spur, wie es gerade zwar noch sichtbar präpariert ist, aber die Neuschneeauflage kommt hinzu. Das macht es nicht leichter. Nichtsdestotrotz, es ist einfach schön hier. Guck mal hier, wie viel Schnee fliegt. Ich schätze mal etwa 30 cm. Ich finde es bestimmt schon. Und es schneit einfach. Welche Reparation? So sieht sie aus. Daumen hoch! Ja, da will ich euch mal mitnehmen. Hier zu einer kleinen Abfahrt. Das Profil ist ja eher moderat. Und bei dem langsamen Schnee ist es heute hier in der Bobbahn auch nicht so furchtbar schnell. Ui, einmal was hier hoch. Und weiter geht's. Und hier. Schaut mal. Also Ski und Rodel vom Schnee her gut. Muss ich sagen, reichlich davon da. An der Loipenreparation. Aktuell 2 von 5 Sternen, aber da wird auch noch gewartet, bis das abklingt in den Schneefällen, da wird es sicherlich hier wie immer frisch drüber präpariert. In dem Fall, es lohnt sich nochmal dem Winter nachzuspüren und jetzt mache ich mich mal hier ein bisschen wieder sauber. Tschüss!